nicht vorbei sind die Zeiten für Graffiti. Das zeigte sich auch am Wochenende wieder in Wiesbaden auf dem Schlachthofgelände. Beim Hip-Hop-Festival. Ja, und das kann halt irgendwie schon fast süchtig machen. Also mir kribbelt es auch schon wieder in den Fingern, wenn man mit Sprühen erstmal anfängt. Und sie sprühen ihre Kunst aus der Dose. Graffiti ist mehr als Schmierereien an Hauswänden. Doch noch immer haftet an dieser Straßenkultur das Schmuddel-Image. Niedergerissen wurde heute der Wiesbadener Schlachthof. Nun doch, die Sprayer senkten ihre Sprühdosen und trauern. Denn das alte Gemäuer war für sie eine internationale Pilgerstätte. Einmal das, was da auf den Wänden zu finden war. Sprüherkunst vom Feinsten. Letzter Akt aber heute. I feel like I was back in New York in the 80s. It was like so active and so vibrant, you know. A lot of talented artists out here. You know, in some cases it's easier to work with the artists rather than against them. Graffiti bewegt sich zwischen kreativer Kunst und Sachbeschädigung. Dabei können die Bilder doch so schön sein. Rund 150 Graffiti-Künstler aus ganz Europa sprühten ihre bunten Bilder auf jede freie Fläche. Bei einem Hip-Hop-Festival dürfen die Skater nicht fehlen. Abkühlung für die erhitzte Jugend gab eine Dusche, die den ganzen Tag lief. Während der zwei Tage waren rund 5000 Jugendliche gekommen, um die Bilder zu bestaunen, Musik zu hören oder einfach nur, um etwas abzulenken. Graffiti, Breakdance, Rap, Hip-Hop, Leben. Für mich ist Hip-Hop Leben. Ich mache mir keine Gedanken über Hip-Hop. Ich lebe Hip-Hop. 22 Hip-Hop-Bands aus ganz Europa waren nach Wiesbaden angereist. Die Musik ist eine Art Sprechgesang. Ganz im Gegensatz zu den Breakdancern, trotz großer Hitze, ließen sie sich und ihre Akrobatik bestaunen. Als Wiege der Hip-Hop-Kultur gilt der New Yorker Stadtteil Bronx, ursprünglich also eine Straßenkultur der Armen. Die Breakdancer gaben sich einen gnadenlosen Wettkampf. Trotz großer Hitze wollte jeder zeigen, was er kann. Ob es noch ein viertes Meeting dieser Art am Schlachthof in Wiesbaden geben wird, ist offen. Die Stadt plant, mehrere Gebäude abzureißen. Aber ohne die Wände wäre kein Platz mehr für die Graffiti-Künstler. Und auch kein Platz mehr für die auf dem frei gewordenen
soll dann in einigen Monaten ein Parkplatz mit Grünflächen entstehen. Vielleicht auch ein Festplatz. Viele andere Sprayer fordern Ersatzflächen für legales Sprühen.